Kann man einfach so eine Gilde erstellen? Okay, gute Frage. Ja, ich habe gefragt, create eine Gilde, und er hat direkt danach meinen Namen gefragt. Dann lass das mal. Da können wir uns noch was überlegen. Ich habe ja schon abgebrochen, keine Angst. Außerdem kann man genauso gut wieder da... Ach du Scheiße, ist das Ding hier groß. Also mal ganz ehrlich, ist zwar lieb gemeint, aber da verläuft man sich ja ewig. Naja gut, wenigstens mal eine Stadt, wie es sein sollte. In den meisten Spielen sind immer so klein. Und das hier ist bestimmt dann nicht mal die Hauptstadt. Na, ich frag mich, wie groß dann die Wüste wohl ist. Ich such grad hier die, Hast du schon die Kafra gesehen? Die ist... Moment, wo waren die jetzt noch gleich? Ah, schon gesehen. Ah, genau, da wo ich gerade bin sogar. Bin glatt dran vorbeigelaufen, dabei wollte ich jetzt noch einen Save Point setzen. Das mache ich jetzt auch. Okay. Nee, ist nicht wahr, oder? Kann sogar innerhalb der Stadt rumfliegen. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Man kann innerhalb der Stadt rumfliegen. Das zeigt mal wieder, wie groß die ist. Ja. Naja, ich hoffe mal, bald gibt es ja auch mal Tiere, damit man hier schneller vorankommt. Ab 15, glaube ich. Ja, okay, das dauert ja nicht mehr so lang. Wobei die wahrscheinlich total viel Geld kosten. Ich guck gerade mal, wie werden die Dinger denn genannt? Close Army Armor, Heavy Red Armor, Weapons, Knight. Repair Expert. Artist, General Merchant, Potion, Cookie. Hier auch. Oh, hier muss jemand angreifen. Ja, ich starte einen Kampf in der Stadt. Super. Ich habe noch niemanden gesehen, mit dem man... Vielleicht muss man sich die Tiere auch fangen. Wo bist du eigentlich jetzt? Ich komme nicht zu dir. Ich habe ja den Quest mit dem Zirkus weitergemacht. Den suche ich ja auch gerade. Ah, jetzt bin ich schon näher dran. Hier kriegt man irgendeine Schriftrolle, Secrets to Provocation. Ist irgendwas, womit man Provoke wirken kann. Musst du irgendjemanden herausfordern? Wo bist du gerade? Ich versuche zu dir hinzukommen, aber ich weiß nicht... Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Na, du bist ja ganz in der Nähe eigentlich. Ja, aber zwischen mir und dir stehen ein paar Häuser. Ich komme da nicht so einfach durch. Oh, ein Portal. Wo geht's denn da hin? Kann man das irgendwo sehen? Ja, ich laufe dir jetzt eh gerade entgegen. Gehst du einfach in die Richtung, wo ich herkam? Tag. Ja, genau. Tag, ja. Ach so, jetzt weiß ich, wie du deinen Bogen die ganze Zeit ziehst. Auf Y. So. Zirkus. Abgeben. Was muss ich jetzt machen? Hä? Ich empfehle dir da aber, die Karte offen zu lassen über M. Das ist viel praktischer in der großen Stadt. Verläuft man sich nicht so leicht. Muss ich bei dem irgendwas lesen oder was will der von mir? Da ist in der Nähe irgendwie so eine Art Dieb, den musst du erledigen. Aber nur wenn du die Quest jetzt vom Zirkusplatz angenommen hast. Was soll ich machen? Da ist in der Nähe so ein Dieb, den du erledigen musst. Woran erkenne ich denn den Dieb? Daran, dass er angreifbar ist. Dieser Troublemaker? Genau. Der wird gerade angegriffen. Von einem Level 13er Swordman. Er scheint damit keine Probleme zu haben. Ja, der war ja leichter. Hatte ich auch keine Probleme jetzt. Oh, jetzt muss ich zurückkehren in 1 Minute und 11 Sekunden, warum auch immer, okay. Hä, was zum... Oh, mich portet's weg. Ey, der respawnt mir zu schnell.
Moment, wo ist mein Windelixier? Das schaffe ich. Achso, das ist kein Problem. Ich hätte nicht mal das Windelixier nehmen müssen. Hin. Ich hab ihn besiegt und jetzt? Ach, da ist der Opa. Sehr schön. Ja, und da ist dieser Hans Rapat, da gehe ich jetzt dann auch mal hin. Und danach schaue ich mal, was es jetzt hier so zu kaufen wird. Okay. Da kriegt man schön viele Erfahrungspunkte. Jetzt muss ich irgendwie zur Kathedrale. Oh, schön, die kann man wirklich betreten. Mein Gott. Ich brauche ein schnelleres Gefährt. Oder nimmst einfach Windelixiere. Ich habe keins mehr. Ach so. Sehr schön gestaltet. Aber muss hier ganz schön viel laufen. Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Wieso hat die mich weggeportet, wenn ich dann wieder zu ihr hinlaufen soll? Ja, das ist, keine Ahnung. Test oder so habe ich jetzt auch gemacht. Aber hast du keine Probleme eigentlich? Oh, und es leckt gerade. Okay, jetzt nicht mehr. Ich habe nur noch 45 Sekunden. Rennen! Ah, da ist er ja. Lauf, Forest. Jetzt muss ich schon wieder den Ort wechseln. Meine Güte, muss man hier viel hin und her laufen. Ah, jetzt geht's ins Schloss, cool. Boah, und das hast du geschafft. Ja. Ich habe noch 15 Sekunden. Lauf, 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 lauf. Okay, ich habe einen Windelixier genommen und hatte noch ungefähr 35 Sekunden übrig. So. Juhu, ich habe einen Test bestanden. So, und jetzt? Oh, die Quest endet ja hier. Ja. So, jetzt darf ich zweimal zu Hans sprechen? Ja, genau. Cool, ich bin im Schloss. Auch sehr schön gestaltet. Jetzt kann ich mit dem König sprechen. König Reinhard. Der soll mich zum Ritter schlagen. Wo bist denn du, Hans? Guck in die Luft. Wo hat er auch hier seinen Hofnamen oder was? Der gibt mir direkt wieder eine neue Quest. Ja, da musst du jetzt echt viel hin und her laufen. Aber es gibt wenigstens kräftige Erfahrungspunkte. Verdammt, ich bin falsch gelaufen, glaube ich zumindest. Ah, ich muss in die Kirche rein. Zeig mir das doch einer. The Prontera Church. Wenn ich Akolyt wäre, müsste ich hierhin, definitiv.
Oh cool, ich krieg als Belohnung ein Windelixier. Ah, in der Church wird man zum Knight und in der Kathedrale zum Warrior. Ah, okay. Oh, jetzt muss ich einen Knight treffen. Ich weiß gar nicht, was ich dann werden will. Ranger oder Beastmaster? Mal gucken. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo die Unterschiede sind. Beim Knight und Warrior weiß ich's. Der Knight ist ungefähr sowas wie früher der Crusader. Also viel mit Defense und dann mit Schildattacken machen. Ja. Und der Warrior ist ein typischer Offenskrieger. Also der kann auch tanken, komischerweise, aber nicht so gut wie der Crusader. Ja, hier muss ich mich nochmal informieren, wie das dann mit dem Archer ist. Wo ist denn jetzt Cheffe? Ich verlaufe mich gleich hier in der Kathedrale. Ah, da bist du ja. Nur, jetzt muss ich direkt ins Schloss. So groß wie die Stadt ist, so klein sind hier die Gänge in diesem einen einzigen Haus. Boah, lohnt sich bald nicht mehr. Ich bezahle gleich echt für die Kafra fürs Hin- und Herlaufen. Cool, hier bekommt man wieder neue Rüstung. Richtig gute Rüstung. Na, das lohnt sich, ja. Und ich muss schon wieder hin und her laufen, das ist nicht euer Ernst. Ach komm, jetzt muss ich wieder genau zu der Stelle zurück. Oh Gott. Ach, da geht's hinterher. Ja, aber wenigstens gibt's wieder neue Quests. Der empfängt mal eben so eine Audienz, cool. Ja, ganz spontan. Hat keine Ahnung, wer du bist, aber egal. Auf zum König. Ach scheiße, jetzt bin ich im Blumenbeet gelandet. Ups, falsche Person. So. Toll, jetzt muss ich dreimal zu derselben Person. Okay. Oh. Wofür ist die Fee? Du wirst mit der Questreihe nicht deinen Spaß haben, das sage ich dir gleich. Es ist einfach nur hin und her laufen und dafür Erfahrungspunkte bekommen. Ich laufe ja schon hinter dir her. Ja, dann musst du nochmal zurück und dann nochmal hierher. Sehr schön. Vielleicht sollte man sich durchlesen, was sie sagen. Und wenn man da richtig durchliest, dann muss man nicht so viel laufen. Und wieder zurück. Ja, und neue Hosen gibt's auch oben drauf. Super. Ja, wenn ich wieder mit Hans rede. Klasse. Mit Hans muss ich auch reden. Ach so, mit einem anderen Hans. Ja, okay. Mit König Hans? Hans der Dritte? Nein, der ist irgendwo beim Hauptplatz rechts, keine Ahnung. Ach, den kenne ich, das ist Hans Hans von Hans Hans. Es gibt mir in diesem Spiel eindeutig zu viele Leute mit dem Namen Hans. Das ist definitiv nicht ein Name. Das ist auch mal schön. Ich stehe hier gerade vor der Magierin Firewall. Aha, okay. Direkt vor dem Tor. Das soll uns was sagen. Ich wette, ich treffe hier gleich auch noch einen Swordman namens Antivirus. Wahrscheinlich. Weißt du, und solche Namen sind dann für diejenigen, die echte Charaktere so nennen wollen, vergeben. Naja, was ist das denn hier für so ein Pirat? Mensch, sein Magier schon Firewall. Oh, die Rüstung ist gar nicht mal so schlecht, definitiv. Ja, stimmt, ich habe ja auch eine neue bekommen, die muss ich gleich mal anziehen. Ah, mein Gott, hat mich der Typ jetzt geschockt. Hm? Ich dachte, das wärst du gewesen auf dem Pico Pico. Schön wär's. Also, ich muss jetzt noch weiterlaufen und neue Quests auch noch annehmen. Hello. I
Aha, so sieht also meine neue Rüstung aus. Darf ich mal anschauen? Nee, ich bleibe beim Job-Outfit. Wo kann ich jetzt hier die Quest abgeben? Ist da kein Eingang? Oder ist es einfach nur extrem verwinkelt? Okay, da drüben ist irgendwas. Ja, die Stadt ist einfach nur verdammt verwinkelt. Hallo Hans. Ja, ich bin aufgestiegen. Okay. Neue Hosen. Ach, der andere Hans ist da. Ich habe eine Quest vergessen. Zurück. Wo ist ein Hans? Hans von Hans. Ich bekomme schon wieder ein Windelixier. Was zum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was? 8 Quests annehmen? Das kann nicht sein. Was ist denn da schon wieder los? Wo muss ich ihn jetzt hin? Was ist eigentlich das hier unten? Warum wird denn da so ein komischer Stern an? Wieso muss ich jetzt nach Jakob? Ich werde irgendwie in die Chaos-Arena eingeladen. Keine Ahnung warum. Also oh, viel Spaß. Curse, pass auf, gleich gehörst du eine Gilde an. Und dann bist du mal 5 Minuten in irgendeinem Dungeon und auf einmal kommst du mit Level 50 raus. Wahrscheinlich, ja. Kommt wahrscheinlich irgendein Erfahrungsbug. Weißt okay. Du, so eine große Stadt, aber die ganzen NPCs, die irgendwie was verkaufen oder sonstiges, sind alles auf einer Linie. Ja. Von Norden nach Süden, zack. So, jetzt, wo finde ich diesen NPC? Muss ich bestimmt in irgendein Haus reingehen wieder. Hallo, ich stehe hier davor. Wie komme ich jetzt da rein? Ich komme nicht in das Haus rein. Irgendwie einen geheimen Trick, einen Eingang, den ich noch nicht kenne. Wie kommt man denn jetzt zu diesem Hans da? Der ist ja mitten zwischen den Häusern, da komme ich ja gar nicht hin. Ha. Erstmal ja, durch das Haus springen. Problem hatte ich auch. Nö, ich bin jetzt einfach durch das Haus gesprungen. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Höhe Kolosseum lauter Champions, schön. Ach, noch eine Quest. So, wo darf ich jetzt... Ach du Schande! Muss ich denn da hin? South Plains. Muss ich jetzt mit 7, 8, 9 Leuten sprechen? Ich muss irgendwie durch den Südausgang, um nach draußen zu kommen, okay. Und die Schneider-Quest kann ich noch nicht beenden. Ach so, ich kann mir einen von denen aussuchen. Jetzt verstehe ich das. Ich dachte schon, ich müsste mit allen sprechen. Was musst du? Wo musst du hin? Ich muss dann die Stadt Richtung Süden verlassen. So weit bin ich noch nicht. Ich spreche gerade erstmal mit diesem Guardian hier. Also mit AG lohnt sich bei mir richtig. Ich habe jetzt schon eine Critical Chance von 14,47%. Also ich habe die jetzt hier abgegeben bei dem Guardian. Oder bei einer den Guardian. Dann bist du jetzt auch durch mit der Quest hier? Scheint so. Ich habe nur noch eine und die ist wo ist die? In Pronterazon, in der Source Plane, wo immer die sich befindet. Ja genau, da muss ich dann auch hin. Wollen wir noch irgendwie eine Gilde gründen oder so? Ja, wenn du das kannst. Ich weiß ja nicht. Ich schau mal nach. Nur brauche ich irgendeinen guten Namen. Nennen wir uns die Hans-Gilde.
Attack the enemy with a sword charge with aura, inflict 16% damage and additional 7% damage per overlapping aura. Aha, confirm. Hm, 20 Zeni, aber okay, sind das dann Zeni? Ich habe die Bezeichnung, ah, das waren doch Rupees. Was sind denn dann Zenis? Zeichen, denke ich. Gildenname. Hm. Gute Frage. Was nehmen wir denn da? Wo soll ich das wissen? Ich tue mich mit sowas immer schwer. Wenn ich einen Gildennamen aussuchen muss, dann kannst du mich im nächsten Jahr fragen. Oh Gott. Hm, was sind wir denn da? Nennen wir jetzt einfach die Shadow Soul Gilde oder so. Ich habe gerade einen Riesenbug, sehe ich auf einmal. Ah, nee, doch nicht. Hm, you won't have enough money. Kann es dann sein, dass Rupees die Silbermünzen sind und Zenis die Goldmünzen? Das könnte doch sein. Das würde irgendwie Sinn ergeben, weil ich habe hier nicht genug Geld, heißt. Gut, ich habe nur 8 Zeni. Ja, und ich habe 7 Zeni und halt 80 Rupees. Ich müsste noch Achso, ich muss mir erstmal mein Equipment. Was sind das? Provoke enemy to get the battle? Ich habe jetzt diese Holy Water, Berserk, ich habe so ein paar Schriftrollen, aber wo brauche ich die? Ja, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Oh, es leckt wieder. Okay, jetzt ist es wieder weg. Was war jetzt das? Ach so, dann kriege ich hier irgendwie Extras, wenn ich das mache. Okay. Naja, brauche ich nicht unbedingt. Warte mal, ich muss... Ist hier irgendwo einer zum Verkaufen da? Mal Karte an. Ich komme gleich an jemanden vorbei. Gut. Dann verkaufe ich bei dem. Du hast gar nicht mehr meinen Buff, ne? Ja, in der Stadt ist das aber sehr wichtig. Natürlich. Es kann ja so viel passieren in der Stadt. Warte mal. Steel? Nee, doch. Ach, du sollst mir nicht die Sachen reparieren. Ich brauche jemanden mit einem Itemliste. Ha, so. Verkaufen. Stimmt, ich kann auch noch Sachen verkaufen, das mache ich mal schnell. Close Armor, Heavy Armor, Weapons Mechant. Hast du ein super Schwert für mich? Das macht mich schlechter. Ja, ist klar, ich will 255 No-Face Bogen kaufen. Forest Sword. Ah, das bringt mir nichts. Schade. Dann. Was machst du denn? Hm? Bug. Nee, ich hab nichts gesagt. Okay. So, dann speichere ich hier mal bei der Kafra. Danke. Stimmt, das mache ich auch noch schnell. Cool, die sitzt auf dem Dino. Ja, Mounts. Aber wie kann man Mounts bekommen? Das finden wir schon noch raus und ich hoffe bald. Du hattest doch irgendwann mal so ein Mount-Fenster. Ja, das war auf I. Oh, das sind die Südebenen. Hier gibt's schon Purpurings. Noch gleich mal ein Questgeber. So, hier ist jemand mit einer Quest. Mussten wir hier nicht eine abgeben?
Nein. Ah, ich nehme einfach mal die drei Quests an, die er für mich hat. Ich habe eine hier zum Abgeben. Okay. Pupu Rings. Die hatten, glaube ich, früher mal ganz nette Drops. Ja, eine Popo Card. Ja, genau, die war, glaube ich, ziemlich gut, ne? Es ging. Ich glaube, die hat Envine im Level 1 gehabt als Skill. Konnte jeder die. Ah, was ist das denn? Ein Rapper Pupu Ring. Mit einer coolen Mütze. Nee, ich habe auf einmal eine Leiste bekommen. Ah, das ist wegen meinem neuen Skill oder was? Hey, cool, ich kann die auch wieder nehmen. Hoffentlich haben die mal genau das Leder, was ich brauche oder so. Oh, die haben ganz anderes. Wertvolle Kristalle auf jeden Fall. Was sind das für welche? Earthly Trace. Okay. Die brauche ich auf jeden Fall zum Schmieden, definitiv. Hier ist die Musik auch wieder recht gut. So, 3 von 8 habe ich schon mal gekillt. Kannst du die Items nicht wieder auf das normale setzen, was wir vorher hatten? Hm? Moment. So, dass sich das aufteilt. Ich glaube, jetzt ist es wieder so, oder? Nein, Quatsch, Roll Option normal was. Master Loot bedeutet Du Loots alles. Ja, ja, ist ja umgestellt auf Roll Option normal. Das heißt, es müsste gewürfelt werden. Toll, die Anzeige daneben stört ein bisschen. Was ist denn das für eine Anzeige? Direkt neben meinem Charakter ist da so eine blaue Anzeige. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei mir die Konzentrationsanzeige. Was muss ich denn hier sammeln? Irgendwas anderes. Poporings sind das nicht. Ich muss mal kurz nachschauen. Kann ich jetzt? Ja, jetzt kann ich endlich zumindest hier mal bessere Sachen herstellen. Das mache ich gleich mal. Hat mich irgendjemand gebufft oder so? Hm? Oh, du hast extrem viele Buffs, ja. Ja, deswegen. Und vor allem, ich wurde geheilt. Stimmt. Hey, cool, ich bin wieder ein Shop-Level aufgestiegen. Shop-Level 13. Okay, mit den neuen Sachen geht es viel schneller. So, die Poporings habe ich fertig. Wo bist du jetzt? Ah, hier ist ein Rapper-Popper. Poporing. Schön mit Mütze. Ja, ich will ja noch ein bisschen looten. Also ich habe da bestimmt einige Poporings ja gerade gekillt, da kannst du dich austoben. Ja. Ich greife mal einen Rapper-Poporing mit an. Stimmt, so ein Akolyt, das wäre nicht schlecht, wenn wir so einen hätten. Der könnte mich die ganze Zeit heilen. Oh, die sind aggressiv. Die Rapper, ja. War ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Ach nö, jetzt respawnt er gleich schon wieder. Ah, oh, da kommt noch einer. Nee. Da gehe ich erstmal weiter. Ich brauche noch irgend so ein Ding. Muss mir mal kurz hier helfen. Ja, einen habe ich hier schon abgenommen, aber. Wow. Ach du Schande. Ja, es waren zu viele für mich.
Toll, ich bin wieder voll im Pronterer gelandet. Naja gut, musst ja nur nach draußen und dann bist du schon wieder da. Okay. Ah, da bist du ja schon wieder, okay. Dann müssen wir nach unten und irgend so eine Person treffen. Justice with my sword. Honor with my shield. Justice with my sword. Honor with my shield. Also ich muss noch von den Poporings oder von den Reaper Poporings muss ich noch was haben. Ein Item. Okay. Das war die zweite Quest, die ich von ihm angenommen habe. Also ich muss nur jemanden treffen. Zwei Leute. Ne, bei mir ist noch Distress of the Guard. Hm? Ach so. Ah, stimmt, ja. Aber es sind, glaube ich, nur von Purings kriegt man die. Ja, Purings meine ich. Nicht von den Rappern. Meinst du, das wird doch bei den Rappern da angezeigt? Gegen was kämpft die denn da? Ach, die farmt hier die ganzen. Oder muss man dieses Item einsetzen? Nee, keine Ahnung. Nee, Quatsch, ich bin auch schon fertig. Sehe ich das gerade erst. Was? Also, ich brauche das irgendwie noch. Hä? Nee, bei mir zeigt das nicht. Doch. Ja, aber ich weiß nicht, was das ist. Ob ich jetzt irgendein Item bekommen habe und das einsetzen soll, oder... Ja, ich habe kein Item, also ich muss irgendwas mit denen machen, aber... Ich weiß nicht, was. Vielleicht ist auch einfach nur die Drop-Chance ziemlich gering. Glaube ich irgendwie nicht. Das sind dann doch die Rapper-Pooper-Rings, die man angreifen muss. Ja, ich hab's. Hier. Okay. Ja, Geduld ist die Tugend. Alles klar. Gebe ich gleich mal ab. Ich habe nur Blue Potions bekommen, egal. Vielleicht muss ich die irgendwann mal verkaufen, da habe ich nämlich auch noch so viele und die benutze ich ja gar nicht. Ich habe die zwischendurch immer wieder verkauft. Die einzigen, die ich nicht verkauft habe, sind die Purple, weil die für... weil die für alle gelten, weil die beides regenerieren. Ja, die sind nützlich auf jeden Fall noch. Also ich nehme jetzt hier mal beide an und ich würde fast sagen, Moment, wollen wir dann heute mal hier stoppen vielleicht? Ja, können wir machen. Ja, okay. Mal was. Das wäre ganz gut. Ja, ich denke, wir haben mehr gemacht als beim letzten Mal, definitiv. Auf jeden Fall. Mit was sind wir gestartet? Ich glaube mit Level 7, also haben wir knapp 6 Level dazu gemacht. Ja, genau. Na ja, gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Session und machen einen neuen Termin aus. Genau.